Mein Abendessen besteht aus einer halben Schalotte, drei Tomaten, ein bisschen Lauch und zwei Eiern. Das mache ich mir jetzt zu Rührei ganz, ganz schnell, denn wir haben schon 18.16 Uhr und ich muss genau in 14 Minuten los zum Training. Ich habe gekauft Brokkoli, weil es reich an Protein ist. Dann so eine Mischung aus Mangold, Spinat, Rucola. Was ist da noch drin? Also es ist eine ganze Menge drin. Rote Beeteblätter mit Tuna und sowas. Und rote Paprika. Und ich muss gerade gucken, also ich glaube, meine Mutter hat schon Hähnchenbrust eingekauft. Aber ich muss gerade gucken, was wir noch dazu essen oder ob wir überhaupt noch irgendwas dazu essen. Und sorry, dass ich so aussehe, aber ich habe mich nicht geschminkt. Nur Wimperntusche drauf gemacht und ja. Jetzt gehe ich erstmal nach. Fahre ich erstmal nach Hause, nicht gehe. Gehe ich erstmal nach Hause. Normalerweise kommen diese Sachen auch immer in den Kofferraum, aber. Ich wollte euch zeigen und das hätte ich so nicht machen können. Training done. Oh mein Gott. Ich habe nicht mehr. Au! Ich habe nicht ganz so viel gefilmt. Guten Morgen, meine Freunde, zum zweiten Mal. Ich bin fertig mit Training jetzt. Es war super anstrengend, aber super effektiv. Ich spüre meinen kompletten Körper mal wieder. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich muss mich duschen. Ich muss mich auch schnell anziehen und schminken. Meine Mama und ich gehen nämlich frühstücken bzw. machen noch Instagram bzw. Blogfotos. Und ich bin so müde. Oh mein Gott. Kann ich nicht. Ich bin heute Morgen um 6.20 Uhr aufgestanden. Ich kam heute Nacht erst um 2:30 nach Hause. Ich kam heute Nacht erst um 2:30 nach Hause. Und dann hatte ich jetzt, wie gesagt, ich glaube, 3 oder so Stunden Schlaf. Es war echt nicht viel. Training läuft momentan eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich spüre halt meinen kompletten Körper. Das war eigentlich auch mein Ziel. Ich habe noch nichts gefrühstückt heute Morgen. Ich habe wirklich nur einen halben Liter Wasser getrunken. Das ist aber, also ich versuche das immer zu vermeiden. Das ist wirklich super, super unangenehm, nichts zu essen und zu trainieren. Ich würde euch das auch nicht empfehlen. Erstens mal wird mein Mund davon mega trocken und zweitens mal, wenn mein Magen knurrt, wird mir eher schlecht, als dass es positiv ist. Genau, ich fahre jetzt, wie gesagt, schnell nach Hause. Ich ziehe mich schnell an. Und ja, ich bin so wieder müde. Warum kamen jetzt die letzten 2 Tage keine Vlogs? Es lag daran, dass in meinem Leben so nichts passiert ist. Ich habe das Auto hier zugelassen. Es war Montag, am Dienstag musste ich nochmal auf die Zulassungsstelle, gab da 2 Problemchen. Aber jetzt passt alles und es ist alles umgemeldet und so. Und gestern ist noch weniger passiert, also. Guten Morgen, meine Freunde. Ich habe zwar schon guten Morgen gesagt, aber ich bin jetzt frisch geduscht, fertig gemacht, angezogen. Und wir gehen jetzt frühstücken und dann noch Bilder machen. Und ich bin mal am Überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, was ich essen soll. Also entweder esse ich das Vegane, was ich schon kannte. Oder irgendwas, also Omelette oder so mit Brötchen, weil ich bin momentan so voll auf dem Healthy-Trip und so. Ja, deswegen mal schauen, was es letztendlich wird. Aber wahrscheinlich dieses vegane Frühstück, weil es war letztes Mal schon so lecker. Das mit Mandelmilch und Quinoa. Nee, nicht Quinoa. Bulgur. Ich weiß nicht mehr, was ist. Quinoa? Was Quinoa? Das war Quinoa. Gekochter Quinoa mit Mandelmilch und Mandelmus. Und doch Mandelmus? Nee, doch. Mandelmus? Mangomus. Nein, Mandel und Mangomus. Genau, ja. Und vielen Dank für die ganzen Instagram-Nachrichten bezüglich des Proteinriegels. Ich hatte da angesprochen, wer kein Instagram hat oder mir da nicht folgt, dass ich meine Proteinriegel wechsle, weil mir von den normalen schlecht wird, also von denen vom Supermarkt.
Und ganz, ganz viele haben mir da so eine Marke empfohlen. Ich werde da jetzt demnächst mal irgendwas bestellen. Und Peanut Butter, irgendwas haben mir auch richtig viele empfohlen. Ich liebe Peanut Butter über alles, deswegen werde ich die mal bestellen und euch auf dem Laufenden halten, ob die gut sind oder nicht. Weil mich da auch ganz viele mal gefragt haben, ob ich da mal so Feedback geben kann. Also ich zeige euch die heute Mittag mal, die ich habe. Die sind richtig schlecht. Also davon wird nicht nur mir schlecht, das ist jetzt auch schon bei einer Freundin von mir passiert. Der wurde auch so schlecht davon. Also scheinbar liegt es daran, dass einfach zu viel Zucker da drin ist. Und zu viel Zucker auf einmal in diesem Dings ist halt einfach nicht gut. So wurde es mir gesagt, aber keine Ahnung. Von daher werden jetzt mal neue ausprobiert. Wir haben jetzt unser Frühstück bekommen. Meine Mama hat Brötchen, Obstsalat. So, wir sind jetzt fertig mit Frühstück. Wir haben auch Fotos gemacht. Und es ist so arschkalt draußen, Leute. Boah, boah, nee. 8 Grad und ich habe so eine löchrige Bluse an. Naja, egal, was tut man nicht alles für schöne Fotos, ne? Wir fahren jetzt wieder nach Hause und ja, mal schauen. Wie spät haben wir? 11.12 Uhr. Wir könnten auf der Autobahn Fotos machen, das ist mal eine coole Kulisse. Ja, auf Straßen ist irgendwie mal ganz cool, aber nicht auf der Autobahn. Busy, zu gefährlich, ne? Was ich vorhin noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich das so richtig gesagt habe. Ich kriege immer mega viele Fragen, so wie kann man sich so gesund ernähren, wenn man essen geht und so. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr mehr Proteine als Kohlenhydrate esst. Also so mache ich das zumindest immer. Ich versuche auch auf Schokolade so zu verzichten, also kein Kakao und so zu trinken. Und ansonsten immer so Obst zu bestellen, so Omelette und Obst und Vollkornbrötchen eins. Man muss es ja nicht übertreiben, man sollte alles immer so in Maßen essen, aber Schokolade halt eher am wenigsten. Also versuche ich echt wegzulassen, soweit es eben geht. Also achtet einfach da drauf, weil ich weiß, dass ich ein paar Leute habe, die da drauf, also die das interessiert so. Ja. I am back in my own car. Es ist so unangenehm, mit hohen Schuhen Auto zu fahren. Ihr glaubt mir das nicht. Achso, ich habe mein Outfit noch gar nicht gesehen. Ich blende euch mal ein Foto ein. Mein Internet ist leer, Leute. Bitter. Ganz bittere Situation. Mein Internet ist leer und Spotify funktioniert nicht mehr, weil ich kein Premium-Kunde bin. Oh, das ist noch ein schlimmeres Lied, als ich dachte. Ja, Brudi, fahr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schön. Freut mich, dass du runtergefallen bist. Dicke Erfrischung. Dieser Song ist neu auf Galaxy. Der ist doch nicht neu, also ich bitte euch. Hier gibt's doch schon Ewigkeiten. Daddy looks from your mother. Hast du noch Prozente beim Ding? Meine Freunde, die Kekse, die ich euch gerade gezeigt habe, sind super einfach und super gesund. Klar haben sie viele Kalorien, aber wenn ihr das vor dem Training esst, habt ihr eine super Eiweißquelle plus Kohlenhydrate. Das heißt, ihr seid genauso gut dran wie mit einem Proteinriegel. Klar steckt ja nicht ganz so viel Eiweiß drin, dafür ist es natürlich. Ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich gehe jetzt Fenster putzen und Bad sauber machen und so. Hab hier schon voll den Eimer voller Sachen zum Putzen. Ich habe sowas von keine Ahnung, ob dieses Kissen überhaupt hier hinpasst. Is this going? Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe gedacht, das passt nicht, aber ich habe mich getäuscht. Ich habe nämlich noch ganz viele hier. Die habe ich von New Chic zugeschickt bekommen. So ganz verschiedenen Farben. Ich zeige euch alle gleich mal. Voll schön. Oh mein Gott, hätte ich nicht gedacht. Es passt voll gut. Hello, meine Friends. Ich bin den ganzen Tag schon ungeschminkt heute rumgelaufen. Ich habe gemerkt, dass ich gar kein Outro gedreht habe für diesen Vlog hier. Und sorry, dass das Video auch nicht gestern online kam, aber mir ging es gestern Abend überhaupt nicht gut. Ich hatte super dolle Kopfschmerzen und keine Ahnung, mir ging es den ganzen Tag irgendwie ein bisschen blöd.
Es war, weil ich morgens trainieren war und immer wenn ich morgens trainieren war und nichts esse, dann wird mir so schlecht davon. Das darf ich einfach nicht mehr machen. Auf jeden Fall wollte ich mich an der Stelle von euch verabschieden und wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich versuche mal morgen ein bisschen weiter zu vloggen, denn morgen passiert auch einiges und bis dahin, dann bis morgen. Bye! No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why you had to go out of my door and leave.